In der Challenge Leckerei sind jetzt Schlabberlappen aus Stahl gefragt. Und möglichst wenig Kalorienbewusstsein. Die Beauties und Nerds müssen auf jeweils 7 Tellern geschmackvoll zugekleisterte Promiköpfe freilecken und die Berühmtlinge benennen. Die deliziösen Aufstriche sind Margarine, Chilipaste, Schokocreme, Chili-Zwiebelmayo, Rettich, Blauschimmelkäse und Mayonnaise. Das Team mit den meisten richtig erkannten Promis gewinnt. Mmm, lecker. Das sah erstmal geil aus. Wir kommen da rein, ja. Überall Obst. Leckereien, Waffeln. Und dann siehst du die Teller. Lasst es euch schlecken. Erster Gang, Mayo Royal. Auch ganz so schnell. Und wieder hinstellen, Mann. Los, schnell, 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 genau. Süßigkeiten schmecken mir sehr gut. Ich hoffe, es ist was Leckeres dabei. Nee, das ist Mayonnaise. Ich habe ein paar Probleme mit Essen, so. Bin ein bisschen pingelig. Ja, mit Essen matchen nur die wenigsten Beauties. Gib Gas, gib Gas. Wer soll das sein? Ich habe das viel zu ernst genommen. Anstatt dass ich das mit der Zunge einfach so alles so wegmache, habe ich das so richtig in den Mund genommen. Und ich glaube, das hat niemand gemacht. Das war auch richtig dumm von mir. Aber auch mit der richtigen Lecktechnik kann man dumm aussehen. Ich weiß es wirklich nicht. Sag irgendwas, irgendwie. Nein, weiter. Weiß ich nicht, kenne ich nicht. In dem Moment, ich weiß nicht, ob das Nervosität war. Ich kam da nicht drauf. Wer ist das? Heidi Klum? Jetzt. Rette sich vorm Rettich. So. Was sind das? Das wird schneller werden. Ja, komm her. Wer ist das? Wie heißt er doch mal, dieser Rapper? Capital Bra. Warte. Okay. Bei Gott kenn ich mich, keine Ahnung. Dieser eine Lelelelelele. Wie heißt der? Der krasse Rapper, der so krass rappt über krassen Sex. Ich hab den einfach vergessen. Capital Bra? Bratan oder sowas? Nein, der sagt doch ein Bratan. Das ist der nicht. Wer schlummert unterm Blauschimmelkäse? Wer soll das denn sein, Junge? Ja, genau das ist die Frage. Wirklich, das schmeckt wie meine Oma. Was ist das? Woher weißt du, wie deine Oma schmeckt? Das hat geschmeckt alt und verdotzelt. Sorry, Oma. Alt und verdotzelt. Love you, aber alt und verdotzelt war das. Ich kenn den nicht. Nächster Wirkstoff, Chili-Zwiebel-Mayo. Boah. Ich bin vegan. Komm weiter auf. Ich finde es richtig schlimm, wirklich. Was ist das? Albert Einstein. Einstein. Albert Einstein? Okay. Der hat erfunden die Realität, irgendwas mit Theorie, Relativitätstheorie? Ja. Wir machen chillig weiter. Michelle Obama. Patricia Blanco. Whitney Houston. Wer ist denn Whitney Houston überhaupt? Keine Ahnung, die hat doch auch... Die ist auch, sieht auch ähnlich so aus, oder? Ja. Scheiße. Ist doch nur streichzartes Pflanzenfett. Ich find den lecker, lecker, la, 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 lecker, 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 lecker. Mein Wirkreiz ist eigentlich nie groß, außer ich sehe meinen Ex. Oh ja. Damit morgen die Sonne wieder scheint, bitte noch die Schokotellerchen leer schlabbern. Warte, das wäre gleich. Warte, warte, warte. Okay, warte. Was? Komm, Schatz, wir gewinnen. Denke mal dran, wir gewinnen. Keine Ahnung, Robin. Keine Ahnung. Was, Robin? Robbie William? Nichts ist es, keine Ahnung. Okay, komm. Junge, ich kann ja nicht aufhören. Also ein Teller ist einfach der absolute Endgegner für mich. Oder jede andere Nuss-Nougat-Creme. Ja, was soll das denn sein? Soll das ein Mensch sein? Zuckerberg!
Rat einfach irgendeinen Namen. Norbert. Okay. Das sieht man nicht. Keine Ahnung. Hier sieht man nicht nur Wissensspagate. Der Kackboden war doch mega rutschig. Ja, so. Man spuckt da alles auf den Boden. Es ist alles nass, es ist alles klebrig, eklig. Und jetzt alle Mann an Leck. Die Nerds sind an der Reihe. Also Ekel habe ich jetzt vor eigentlich gar nichts, nur halt Schärfe ist für mich Schmerzen und ich stehe halt nicht so auf Schmerzen, aber ich habe mir einfach gedacht, ja, Zunge dran, hau weg das Zeug und gucken, was da rauskommt beim Promi. Wie schlägt sich Mike so durch? Ich habe da schnell eine Strategie gefunden, einfach irgendwie mit der Zunge so weit drüber wie möglich und sofort ausspucken. Hat gut funktioniert. Dasselbe macht Pierre in schneller. Ich werde durchgezogen und volle Power gegeben. Oh Gott. Wiedersehen. Katja Krasowitz. Ananas. Ich sag, das ist Katja Krasowitz, das ist eklig. Wo der das nächste? Lächel doch mal. Shireen David, dass der die nicht kennt. Also ich kenn Shireen. Was regst du dich auf? Komm mal wieder runter. Ich kenn die, aber auch die macht halt keine gute Musik. Es gibt ja noch mehr leckere Lieblinge. Oh, Alter, wer kennt denn Menschen? Timothy McShalderney. Wer soll das denn sein? Gesicht Deadpool, machen. Deadpool. Na Leute, das merke ich doch. Ich mach mal weg, den Schalt. Ich kauf's gleich. Nein. Wenn was wirklich eklig ist, habe ich eine sehr niedrige Kotzschwelle. Ist egal, das ist nichts Schlimmes. Weißt du? Auch keine Ahnung, ist eine Frau. Ich hab keine Ahnung. War hier irgendein Rapper? Keine Ahnung. Kollege. Das war Karl Lagerfeld? Ja. Den habe ich ja nicht mal erkannt, als ich das gesehen habe. Zu blöd aber auch. Ich bin echt eine ganz, ganz schlechte Verliererin, aber schon mein Leben lang. Dafür habe ich jetzt alles nicht so dreckig gemacht, damit er nichts richtig hat. Es tut mir scheiße leid. Ich war von mir enttäuscht. Ich war auf Linda fucking stolz und ich dachte, ich hätte Linda wirklich mit meiner Leistung komplett enttäuscht. Mach das mal weg. Ja. Warum Auge habe ich noch? Ehrlich, meine Wimpern. Nase da oben halt. Da vor allem jetzt. Ach so, ist klar, ne? Das ist ja. Ja, bleibt halt dreckig. Ein sehr fürsorglicher Gentleman. Ja, danke schön. Bitte schön, mein Schatz. Ein Clip ist euch nicht genug. Hier seht ihr die ganze Folge auf Join kostenlos. Kein Bock mehr, was von uns zu verpassen? Dann kannst du hier quasi kostenlos unseren Kanal abonnieren. Beauty in the Nerd in Thailand. Wir haben Spaß, ihr auch? Dann drücke jetzt hier, um ein weiteres Video von uns anzusehen.